Ich mache am liebsten alles selbst und ja, entscheide, was so passiert. Man denkt sich die Geschichte aus und man sucht sich die Personen aus, die mitspielen und macht die Kostüme und lässt sie einfach agieren. Ja, das mit den Ideen, das ist so eine Sache. Also es funktioniert überhaupt nicht zu Hause. Ich muss raus in Cafés und Leute beobachten. Man ist ständig auf Empfang. Also das Skizzenbuch ist eigentlich das Hauptarbeitsmedium. Da kommen die Ideen rein und da passiert eigentlich alles. Und da werden im Grunde auch die Figuren dann schon entwickelt. Bremen ist meine Stadt und ich finde das Viertel ganz toll, die ganzen Cafés, die es hier so gibt und die Menschen, die sich hier so treffen und die Mischung der Menschen auch. Die Leute haben irgendwie die Ruhe weg, das finde ich gut. Die sind ziemlich entspannt hier und auch tolerant. Ja, den Hafen und das Wasser. Das auch. Ja, und es gibt viel zu gucken und viel zu entdecken. So. Und man kann viel Fahrrad fahren. Das Tolle an dem Beruf ist ja, dass man gar nicht weiß, was passiert denn heute eigentlich. Ich würde mich einfach gern noch mehr trauen und noch mehr einfach neugierig sein und noch mehr Leute fragen, was macht ihr denn so? Im Prinzip ist alles erlaubt und ich habe aber so meine persönlichen Grenzen und die überschreite ich nicht. Also ich finde schadenfrohe Cartoons zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Ich habe eher Mitleid mit den Idioten. Und das finde ich wichtig, dass man sich nicht über andere stellt und sagt, guck mal, der, was macht der denn da? Sondern dass man sagt, ja, das ist jetzt blöd gelaufen, das kenne ich, bin bei dir. Also man macht die Sachen einfach in erster Linie für sich selbst. Natürlich ist das der Beruf und man verdient damit Geld, aber man macht es trotzdem. Das hört nicht auf.